Die Berechnungen, die Amundsen anstellte, ergaben übrigens, dass sich der magnetische Nordpol seit den Berechnungen von Ross im Jahre 1831 um 64 Kilometer verschoben hat, und zwar nach Nordosten. Amundsen errechnete 1904 70 Grad 25 Minuten nördlicher Breite und 95 Grad 30 Minuten westlicher Länge. Dann, nach Monaten, kräuselt sich der Wind wieder über tiefblaues Wasser. Der Winter ist vorbei, jetzt kann der nordwestliche Durchbruch beginnen. Langsam entfernt sich die Gjöa vom Land, dem sicheren Winterplatz. Die nordwestliche Durchfahrt beginnt, jene Durchfahrt, die einmal sein größtes Ziel war und das er jetzt erreichen sollte. Aber schon nach kurzer Fahrt fiel das Barometer. Ein Sturm kündigte sich an. Stunden ist Amundsen beschäftigt, sein kleines Schiff über eine ganze Reihe von Untiefen hinwegzusteuern. Hansson ist unentwegt dabei, die Tiefe auszuloten. Was hätte man hier mit einem größeren Schiff ausrichten wollen? Längst säße man irgendwo fest. Da, ein Stoß erschüttert das Schiff. Die Matrosen verlieren das Gleichgewicht und stürzen. Wir machen keine Fahrt mehr. Segel herunter! Der Motor bewegt sich nicht mehr. Wir setzen fest! Geh runter und peile den Wasserstand im Kiel auf. Steigt er, dann hat das Schiff ein Leck. Mach schnell! Der Wasserstand ist normal. Wir sitzen zwar fest, aber die Kühe hält dicht. Komm rauf! Wir hängen auf einem Felsen fest, der etwa 7 Fuß unter der Wasseroberfläche liegt. Wir müssen Ballast abwerfen, es hilft nichts. Das Schiff muss leichter gemacht werden. Zuerst die Kisten mit den Nahrungsmitteln. Alle Mann an Deck! Wir müssen alles abwerfen! Fangt mit den Lebensmitteln an! Das Schiff liegt jetzt schief! Vielleicht rutscht sie auf diese Weise vom Felsen herunter und wird wieder flott. Nein! Sie bewegt sich nicht! Dann müssen wir die nächste Flut abwarten. Vielleicht können wir mit Wurfankern etwas ausrichten, wenn das Wasser steigt. Aber wir haben ja schon Flut. Dann hilft nur ein Radikalmittel. Was nützt es noch, an den Ankerketten zu zurren? Die Segel müssen hoch. Setz die Segel. Es ist die letzte Möglichkeit. Setz die Segel! Amundsen steigt selbst mit in die Takelage. Der Sturm wird immer heftiger. Eine Welle rollt heran. Die Gjöa hebt sich empor und dreht plötzlich den Bug herum. Da senkt sich plötzlich das Vorderschiff. Man hört ein entsetzliches Kratzen, aber im gleichen Augenblick tanzt das Schiff auf den Wellen. Das Schiff ist wieder flott. Man ist wieder einmal davongekommen. Die wenigen Nahrungsmittel, die verblieben sind, werden unter der Mannschaft verteilt. Amundsen selbst nimmt kaum einen Bissen zu sich. Wochenlang brütet er über den Karten. Er schläft kaum noch und so überkommt ihn eine nie gekannte Müdigkeit. Zu lange hat er nur an seine Mannschaft gedacht. Nun beginnt sich zu rächen, was er sich selbst zugefügt hatte. So liegt Roald Amundsen am 27. August des Jahres 1905 in seiner Koje. Plötzlich hört er mit überwachen Sinnen an Bord laute Stimmen. Sollte man ein paar Robben entdeckt haben? Matt dreht er sich zur Seite und versucht zu schlafen. Da springt die Tür krachend auf und Hansson steht vor ihm. Da draußen! Ein Schiff in Sicht! Ein Schiff! Hansson! Mensch, Hansson! Sag, ist das wirklich wahr? Ein Schiff? Hier? Komm rasch an Deck! Rasch! Flagge setzen! Langsam nähern sie sich dem Schiff. Sie erkennen das Sternenbanner am Mast des Walfängers. Beide Schiffe stoppen. An Bord der Charles Hansen, so hieß das Schiff, ist eine zusammengewürfelte Mannschaft. Lauter wilde, raue Gesellen, wie sie unter Captain Kidd nicht schlimmer gewesen sein können. Eskimos, Neger, Irländer. Der Captain hat weißes Haar, stechende Augen und den seltsam wiegenden Gang eines alten Sailors. Er geht auf Amundsen zu und streckt ihm seine Rechte entgegen. Sind Sie Kapitän Amundsen? Ja, das bin ich. Aber woher kennen Sie meinen Namen? Da hört euch diesen Mordskerl an. Fragt, woher ich seinen Namen weiß. Für die ganze Welt kennt ihn. Die Zeitung in Frisco ist voll von euch. Seit 2 Jahren. Sagen Sie, sind wir etwa das erste Schiff, dem Sie begegnen? Allerdings. Wir haben noch niemanden getroffen. Na, dann kommen Sie in meine Arme. Ich wünsche Ihnen Glück, Kapitän Amundsen. Ich freue mich, dass gerade ich es bin, der Sie als erster getroffen hat. Ich freue mich sehr. Gott sei Dank.
Sie haben es geschafft, Mann. Sie haben als Erste diese verfluchte nordwestliche Durchfahrt geschafft. Ich hoffe, Sie können uns darüber so viel sagen, dass es in Zukunft ein leichtes sein wird, dahin durchzurutschen. Ich habe alles aufgezeichnet, eingetragen. Die Durchfahrt hat viel von ihren Schrecken verloren. Och, man wird sie feiern wie ein König. Die Fleischkönige von Chicago haben versprochen, bei ihrer neuen Fahrt die gesamte Expedition mit Fleisch und Fett zu versorgen. Tja, Sie sind ein berühmter Mann, Amundsen. Aber nun lade ich Sie und Ihre Mannschaft an Bord meines Schiffes ein. Sie sollen nach all den schweren Jahren mal wieder richtig essen und trinken. Rum, Whisky und frisches Fleisch. Kommen Sie. Ach, ich bin hochgeehrt. Ich danke Ihnen, Captain. Auch im Namen meiner Mannschaft. Ich glaube, es wird uns wirklich gut tun. Am nächsten Tag, als der Waler längst am Horizont verschwunden war, trieb eine dicke Eisbarriere heran. Wieder wurde die Gjöa von Eis eingeschlossen und war mal wieder so weit zu überwintern. Es war die dritte Überwinterung. Sie hatte bei den sieben Männern aber längst jeden Schrecken eingebüßt. Es machte ihnen nichts aus, wieder ein paar Monate in der dunklen Einsamkeit zu warten. Diesmal ist man nicht mehr allein. Zahlreiche Walfänger überwintern in der Nähe, man kann mit Menschen reden und die Monate vergingen diesmal wie im Flug. Seine erste große Aufgabe hat er gelöst. Nun konnte er die Heimreise antreten. Bald nach seiner Rückkehr beginnt er mit einer langen Vortragsreise. Denn er brauchte ja Geld für seine neuen Pläne. Er wurde herumgereicht und durch ganz Europa geschleppt. Amundsen spricht, reist weiter, spricht und reist zum nächsten Ort. Bankette liebt er nicht. Und als ihn einmal ein Freund nach seinen erfolgreichen Vorträgen fragte, sagte er: Die nordwestliche Durchfahrt war leichter. Noch einige Jahre verbrachte Amundsen damit, seine erfolgreichen Fahrten auszuwerten. Ging wieder auf Vortragsreisen, um allen Menschen von seinen Erlebnissen zu erzählen. Einmal saß er in einem New Yorker Hotel mit seinem Freund Hermann F. Garde zusammen. Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für die Nordpolfahrt? Nordpol? Tja, der Nordpol war immer mein Lebenstraum. Schon als wir noch Jungs waren, erinnerst du dich, war mein Traum der Nordpol. Aber ich will dir etwas anvertrauen. Ich habe noch mit keinem Menschen darüber gesprochen und es soll auch ein Geheimnis bleiben. Es geht keinem etwas an, außer mir. Du verstehst mich. Ich bitte dich, sprich darüber, was ich dir jetzt anvertrauen werde, mit keinem Menschen. Ich es dir gestatte. Einverstanden? Einverstanden. Ich will gar nicht mehr zum Nordpol. Ich will zum Südpol. Zum Südpol? Wie bist du darauf gekommen? Ruhm ist vergänglich, alter Freund. Die Fleischlieferungen, die mir die Chicagoer Fleischkönige zugesagt hatten, bleiben aus. Ich möchte nicht alle meine Mittel in eine Sache stecken, die mir nichts mehr einbringen kann. Seit Cook und Peary gibt es nur noch ein großes Problem, und das ist der Südpol. Ich möchte als Erster den Südpol betreten. Soll sich das kleine Norwegen auch hier von den großen und reichen Nationen den Rang ablaufen lassen? Noch ist es Zeit, dort der Erste zu sein. Ich kenne die Verhältnisse in der Antarktis. Ich habe dort überwintert. Aber da ist doch dieser Engländer, Scott. Er war schon dort, aber er konnte keinen Platz finden, um sein Lager aufzuschlagen. Ich weiß. Ich habe jede Zeitungsnotiz verfolgt. Ich habe von dem 60 Meter hohen Eisrand gelesen, der ein Lagern unmöglich machen soll. Aber ich habe aus all den Zeitungsberichten mehr herausgelesen als irgendein anderer. Ich behaupte, dass es doch geht. Es muss gehen, denn es ist die einzige Stelle, von der aus es nur 160 Kilometer bis zum Pol sind. Alle anderen Möglichkeiten liegen 400 bis 500 Kilometer entfernt. Diese Strecke ist kaum zurückzulegen. Ich habe alle Bücher über die erste Scottfahrt gelesen. Er hatte 50% Skorbutkranke. Er hätte umkehren sollen. Ja, müssen. Aber er marschierte weiter. Er fütterte seine Hunde mit Stockfisch. Das ist falsch. Ich werde sie, so wie ich es in den nördlichen Breitengraden tat, mit Robbenfleisch füttern. Er hat Ponys mitgenommen. Sie sind elend umgekommen. Sie können auf dem Eis nicht gehen. Es kostet eine unheimliche Kraft. Sie müssen eingehen. Nein, ich nehme nur Hunde mit. 100 oder mehr. Hast du über Shackleton gelesen? Auch er musste aufgeben. Er verfiel in die gleichen Fehler, die Scott machte. Falsche Ernährung. Die Folge war Skorbut. Die falschen Zugtiere. Weißt du, dass Scott eine neue Expedition plant? Mit einer Riesenunterstützung der englischen Regierung? Ja, dann müsstest du dich beeilen. Wir schreiben das Jahr 1910. In diesem Jahr
wird er auslaufen. Irgendwann im Juni. Ich werde bis dahin auch soweit sein. Hast du ein gutes Schiff? Du brauchst jetzt ein großes Schiff. Ich bekomme die Fram von Fridtjof Nansen. Ich habe schon die Zusage der Regierung.